Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, in Zeiten, in denen deutsche Politiker Wirtschaftsflüchtlinge per Wassertaxi nach Deutschland befördern wollen, Regierungschefs sich von einer 16-jährigen Schulschwänzerin vorführen lassen und grünen Politiker Drogendealer in Stadtparks für mindestens genauso schutzwürdig wie Juchtenkäfer im Stuttgarter Schlossgarten halten, da war es ja nur konsequent, dass diese Regierung jetzt auch deutsche Arbeitsämter im Ausland baut. Sie nennen das offiziell Migrationsberatungszentren. Es gibt sie beispielsweise im Irak, in Afghanistan, in Nigeria oder im Senegal. Minister Müller hat dazu einen bunten Bauchladen an Dienstleistungen, die im Rahmen dieses Programmes angeboten werden. Berufs- und Ausbildungsberatung, Berufsmessen, Vermittlung in Jobs und in entwicklungspolitische Programme und sogar die Segnung unseres Sozialstaates mit kostenloser Gesundheitsversorgung und Wohnungsvermittlung. Das hat den deutschen Steuerzahler alleine in den letzten 2 Jahren knapp 300 Millionen Euro gekostet. Diese Regierung bezeichnet Perspektive Heimat offiziell als Rückkehrprogramm. Doch wie viel Rückkehr steckt in diesem Programm tatsächlich drin? Ungefähr so viel wie eigene Gedanken in Frau Giffeys Doktorarbeit. Ihr Weltarbeitsamt steht jedem offen, jedem. Also auch Migranten, die nie in Deutschland waren und auch nichts mit Deutschland zu tun haben. Und vor allem aber auch Einheimische, die ihr Land noch nie verlassen haben. Das sind also de facto ausländische Sozialhilfeempfänger. Und das ist, weiß Gott, nicht die Minderheit. Auf einen Rückkehrer aus Deutschland kommen 9 dieser ausländischen Sozialhilfeempfänger. Und trotz der wenigen Rückkehrer weiß diese Regierung noch nicht einmal, ob das illegale oder legale Migranten waren. Sie hören richtig, meine Damen und Herren, vom Programm Perspektive Heimat können und sollen gerade auch illegale Asylforderer profitieren. Müllers Ministerium wirbt auf der eigenen Internetseite ganz offen damit. Da gibt es zum Beispiel den Fall von Mame Nidiaga. Herr Nidiaga kam 2015 aus dem Senegal nach Deutschland. Er stellte einen Antrag auf Asyl, der abgelehnt wurde. Das ist keine Volksverhetzung, das können Sie auf dem BMZ nachlesen. Einfach mal klicken und nachschauen. Danach musste er in den Senegal zurückkehren, so wie es unsere Gesetze verlangen. Zurück im Senegal träumte Mame Nidiaga von der Wiedereinreise nach Deutschland. Also informierte er sich im Migrationsberatungszentrum über Müllers bunten Bauchladen, gefüllt mit einem Strauß an Sozialleistungen. Ruckzuck wird er von Müllers schneller Eingreiftruppe zum Gebäudemanager im Bayerischen Haus in Senegal gemacht. Der ganze Arbeitsplatz existiert nur deshalb, weil der Freistaat Bayern und der Bund über die GIZ dafür bezahlen. Und was lernen wir daraus? Nachdem Mame Nidiaga illegal nach Deutschland kam und es wieder verlassen musste, wird ihm jetzt eine Arbeit als Hausmeister vom deutschen Steuerzahler im Senegal finanziert. Mame Nidiaga freut sich natürlich und sagt dazu, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, so muss ich nun nicht mehr meine Heimat verlassen und nach Bayern auswandern. Bayern kommt stattdessen zu mir. Da kann man dem Herrn Nidiaga nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Kerle, die Dummheit dieser Regierung sofort erkannt und zum eigenen Vorteil genutzt. Die deutsche Bundesregierung ist die einzige Regierung, die ein derartiges Programm betreibt, weil sie nicht möchte, und ich zitiere Minister Müller, dass jemand wie Herr Nidiaga als Loser irgendwo an der Gangway abgeladen wird. Nur diese Regierung glaubt, dass unser Sozialstaat von Flensburg bis nach Kapstadt ausgedehnt werden muss. Diese Regierung erpresst das eigene Volk und sagt, wenn wir nicht Herrn Nidiaga und alle anderen Menschen in Afrika Arbeitsplätze stellen, Wohnungen suchen und am besten noch die Krankenversicherung bezahlen, dann kommen diese Menschen zu uns. Sie nennen das Rückkehrhilfe und Fluchtursachenbekämpfung. Ich nenne das moralische Erpressung. Das Programm Perspektive Heimat gehört sofort eingestellt. Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.